Dominik, ich bin 16 Jahre alt und komme aus Halle. Ich bin Bargut Hisham, ich bin 19 Jahre alt und mache BVJ. Mein Name ist Sophie Novak. Wir arbeiten hier, weil wir uns sozial engagieren. Die Mitarbeiter des Beistandshauses freuen sich unglaublich über diese Unterstützung, weil das halt auch Arbeiten sind, die ohne die Jugendlichen so ohne weiteres nicht erfolgen würden. Wir verlegen hier jetzt Kabel einmal rum, dass wir dann hier die Anschlüsse auch für Beleuchtung und so weiter dann haben. Was dem Dresdner seine Frauenkirche ist, dem Hallenser sein Peisnitzhaus. Das Peisnitz-Schlösschen, so wie es mal früher genannt wurde, ja, existiert schon seit 1892. Ist ja als Gesellschaftshaus mal gebaut worden. Danach wurde es alles, was man so in Deutschland werden konnte, in den Wirren der Zeit. Und dann leider in der Wendezeit Leerstand, sodass wir dann als Verein und als engagierte Bürger der Stadt Halle gesagt haben, hier muss was passieren. Also das Ziel ist, ein Gesellschaftshaus, eine Begegnungsstätte zu schaffen. Bei uns kann man sich treffen, bei uns kann man sich austauschen. Der Zweck der sozialen Lerntage von unseren BVJ-Schülern, dass die Jugendlichen zusammen mit Gleichaltrigen lernen, dass man etwas Gutes tun kann und zeitgleich etwas für sein eigenes persönliches Leben mitnehmen kann. Kommunikationsfähigkeit, Konfliktbewältigungsfähigkeit, Partizipationsbereitschaft und Fähigkeit, das sind alles Sachen, die durch das Engagement hier eben gefördert werden können. Was ich beobachtet habe, wenn die an irgendwas rankamen, was wirklich zu ihnen passte, haben die plötzlich eine Power, eine Energie entwickelt. Das war erstaunlich. Ja. Also bis jetzt gefällt es mir. Man lacht auf jeden Fall auch viel.